motivieren im Training und die sollen euch wohlfühlen und gut fühlen. Ja? Das ist das Wichtigste. Man sagt doch immer so schön, Kleider machen Leute. Wir machen Athleten. Hallo Leute und willkommen bei Pro Bro Lifestyle Sonntag. Ich bin Leute, meine Stimme ist im Arsch. Wir haben die Party gemacht hier in Köln an der FIBO. Und warum haben wir die Party gemacht? Weil sonst niemand die Party gemacht hat. Bro, wie geht's dir? Wir sind besser, ja, es ist immer noch angeschwollen. Die ganze Nacht, Mann. Mindestens 3 Liter rausgeschwitzt, Mann. Ich hab, glaube ich, irgendeinen so einen scheiß Drüsenfieber oder so, Mann. Oh shit. So gefickt, ich schwör's euch leider, Mann. Ich hab nichts gesehen. Oh shit. Ja. Hey. Schau mal, Bro. Bro, was läuft? Bro, Familienmüsli. Bro, Familienmüsli. Leute, zieht euch mal dieses Chaos hier rein, Mann. Die sind echt im Arsch. Hey, Bro, sag mir etwas, Mann, Bro. Sag mir schnell etwas. Haben wir jetzt die Party gemacht oder nicht? Mann, sag mal ehrlich. Ey, das ist einfach eskaliert, die Leute. Wir sind gesprungen. Die waren auf dem Boden, die haben sich auf den Boden gesetzt, Leute. Ihr werdet die Videos sehen. Ja? Unglaublich, unglaublich. Ihr seid unglaublich, Mann. Bis in den hinterletzten Meter der Halle, Mann. Bäm! Das war einfach am Explodieren, wirklich. Das war richtig, richtig geil, Mann. Jetzt müssen wir nochmal raus. Am 1 wieder eh der Show. Wir müssen heute nochmal richtig Gas geben, wir werden heute nochmal richtig alles geben, was geht. Ja, die ganze Positivität, die ganze Energie, die ich habe, werde ich jetzt in den nächsten 5-6 Stunden versuchen nochmal auf die Bühne zu hauen für euch. Man, es gibt so viele Leute, die extra angereist sind wegen uns, was läuft, Bro? Wir machen jetzt hier noch eine... Unser Koch. Morgen der Koch. Ich muss ein bisschen improvisieren. Oh shit, Leute, ich muss mich fertig machen. Ich habe mich rasiert. Ich nehme jetzt oben ein Bad, ja, weil wir hier nicht mal eine Dusche haben. Und dann mache ich mich ready. Und ich bleibe bis am Mittwoch hier in Köln, weil ich hatte die Möglichkeit, etwas zu drehen mit Felix Sturm. Felix Sturm kennen sicher die meisten. Das ist ein ganz großer Boxer. Inspiration und ich habe die Möglichkeit bekommen, mit ihm ein paar Videos zu drehen für euch. Und es ist ganz klar, dass ich natürlich diese Möglichkeit wahrnehme. Darum bleibe ich jetzt doch bis am Mittwoch. Flug wurde verschoben und alles. Ist halt doch noch mal ein bisschen Stress für mich. Das ganze Rumreisen ist richtig schön, ja, aber es ist auch stressig, weil immer wieder parken, man muss schauen, okay, wegen der Ernährung, ja, ihr wisst, wie das läuft mit der Ernährung. Ich kann nicht einfach alles fressen. Jetzt muss man dann sehr organisiert sein. So, und jetzt, Bad ist ready hier. Ich entschuldige mich für meine Stimme, Leute. Bis später. So, Leute, wir sind umgezogen. Letztes Outfit für Sonntag. Checkt's mal ab. Das sind meine Lieblingshosen hier zur Zeit momentan von Bro Bro. Und mischt heute ganz speziell. Richtig cooler Style, finde ich. Boom. Alles in Blau, es matcht, ja. Ich finde es sehr, sehr wichtig, Leute. Das ist ein wichtiger Style-Tipp von meiner Seite her. Die Schuhe müssen immer auch in Kombination mit dem Stringer passen. Und hier haben wir dementsprechend auch die Armbänder gemacht, die zusammen matcht. Dann seht ihr zum Beispiel Orange, ja. Orange hier unten, Blau. Blau, Weiß, Grau, Schwarz passt sowieso zu allem, kann man gut kombinieren. Und dann noch hier natürlich die Dog Tags. Also wir haben jetzt hier Blau als Hauptfarbe, Weiß und Orange als genau. Akzentfarbe. Bam. So kann man ein bisschen die Styles machen, so konzipieren die auch unsere Kleider. Ich habe jetzt an der FIBO so viele Leute gesehen, schon in Pro Bro Wear. Und die fallen einfach immer wieder auf. Und es hat einfach wirklich Stil. Ja? Es ist, ich sage das nicht einfach jetzt so, weil wir auch die Kleider machen schlussendlich. Ich finde wirklich, sie haben Stil. Bro, du bist
Ganz kurz. Sieht sehr, sehr gut aus. Du bist auch einer, der viel Wert auf Style legt. Mhm. Du hast viele Leute gesehen an der FIBO. Mhm. Sagen wir ehrlich, die Kleider von uns, die haben die Style oder nicht? Ganz ehrlich. Die haben Style. Die sind nicht nur gut zum Trainieren, sondern sie sehen auch gut aus. Ja. Das ist, früher hat man einen Trainer angezogen, um zu trainieren. Heute geht man auch gestylt trainieren mittlerweile. Ja. Oder aus. Aus. Adidas, T-Shirt, ja, ja. Ja. Eben. Elinari. Ihr seht auch wieder gut kombiniert, das neue Shirt hier, wir keep going. Alles in gelb, grau und dann die Neonlinie, die gelben Schuhe, oder? Das muss man einfach gut kombinieren. Und noch was, Leute, ja? Es gibt immer Leute, die werden lachen, die werden sagen, was machst du da? Genau, Leute, genau das ist es eben, was es schlussendlich ausmacht, ob ihr auf diese Leute hört und euch entsprechend fügt oder drauf scheißt und macht, was ihr Bock habt. Ja, Mann, fühlt euch wohl. Die Kleider sollen euch Komfort geben, sie sollen euch motivieren im Training und die sollen euch wohlfühlen und gut fühlen, ja? Das ist das Wichtigste. Man sagt doch immer so schön, Kleider machen Leute. Wir machen Athleten. Edin, unser Driver, der beste Hund. Immer schön beim Driven. Ja, Leute, ich werde euch heute wieder ein bisschen mitnehmen, so hinter die Kulissen zeigen, was abgeht. Wir haben ja auch ein professionelles Kamerateam, was extra für uns filmen wird, um wirklich euch auch gute Aufnahmen liefern zu können. Aber ich verpacke das so jetzt in den Vlog, hinter den Kulissen, was läuft. Wir sehen uns später. Sonntag! Sonntag! Mal schauen, was hier los ist! Was ist hier los? Was ist los? Party um 1 Uhr. 10 Minuten. Easy. Und noch warm. Jeder kommt gleich auf die Bühne, Leute. Jetzt legen wir los. Thank you.
abgeht, ist die Hölle los. Islam, durchtrainieren, ist genau Bescheid. Eskalation, vorprogrammiert. Geh durch, Mann, geh durch. Wir machen die Party hier. So Leute, die Party ist zu Ende, Mann. Und wir sind Fimo tot, ist zu Ende. Aber ich bin ganz tot jetzt. Ganz tot, meine Stimme ist weg. Aber es war so Hammer, ihr seid die Besten. Danke an jeden Einzelnen, der gekommen ist. Das ist unglaublich, mein Gott. Definitiv die Besten. Unglaublich, ich hatte teilweise so Gänsehaut. Es war unglaublich krass. Das ist krass. Gut gemacht, Patrick. Alles gegeben. Der hat alles gegeben, die hier waren. Sie wissen, sie hat alles gegeben, ja? Ja, und alles gegeben. Ich bin jetzt hier schon zusammenräumen hier. Alles raus. Ja, kennt man hier. Ich werde gebraucht. Yes. Ja, cool. Mega, danke an euch alle. Bro, war geil, oder? Richtig gut. Richtig gut. Wirklich 4 Tage Party, oder? Stimme weg einfach. 1-2 Stunden schlafen. Richtig gut durchgeguckt. Die Leute sind einfach auseinander. Das ist richtig geil. Das Feeling, was du aufgebaut hast. Wir. Was wir aufgebaut haben. Ja, genau. Wir. Richtig unglaublich, ja. Richtig cool. Hey, Bro, noch ein letztes Schlusswort auch. Bitte? Letztes Schlusswort. Cobra Army over everything. War geil, oder? Sehr geil. Ich bin im Arsch. Die Leute drehen durch. Der ist am Arsch, ich bin am Arsch, wir sind alle im Arsch. Hey, Feedback noch vom Kitchen Chief. War eine krasse Zeit, war eine richtig krasse Zeit, inspirierend. Und sehr berührend, ey, sehr berührend. Es sind Leute gekommen, die waren so mit Euphorie erfüllt. Das ist Wahnsinn, sowas live zu erleben. Das war jetzt mein erstes Mal, das ist Wahnsinn. Wir haben alles versucht, um unsere Positivität den Leuten weiterzugeben, Mann. Auch Probo Lifestyle, wenn er gut ist, oder? Der ist gut. Der ist einfach gut. Und Dallas wird hier schon zerfetzt. Hier ist alles auseinandergenommen. Bro, ein Wunder, dass der Stand noch da, noch haltet, oder? Es hat einfach immer noch Top-Fit. Ja? Top-Fit, wie am ersten Tag. Ja. Nein. Augenringe bis an die Knie. Die war gut, ja? Hammer geil. Gut gemacht. Ja. Ich freue mich jetzt schon wieder auf nächstes Jahr. Ja, das gut gemacht. Ja. Ganz gut gemacht. Hey, Bro, noch ein Feedback schnell. Feedback. Es war so gut, Leute. Besten Dank. War ein super Tag mit dir, Patrick. Hey, war cool, ja? Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Ihr seid die Geißen. Und Leute, es wird noch ja, Leute, also nächstes Jahr müsst ihr auf jeden Fall am Start sein hier bei uns. Wir werden alles auseinander. Ja, die ganze FIBO wird ja, ihr wisst was. Das ist alles klar. FIBO Takeover 2.0. Geil, Bro. Danke für das Feedback. Ich mache jetzt mal hier aus. Wir sehen uns später wieder, Bro. Yes. Peace. Wir haben alles rausgelassen. Leute, ist jetzt 10 vor 8, ich rasiere es jetzt langsam, es ist vorbei. Gucken wir es nochmal an. Gucken wir es uns nochmal an. Hier ist dieses Wochenende für uns jedenfalls ein Pro-Bro. Einfach Geschichte geschrieben worden, Leute, das meine ich jetzt. Was für uns, Bro? Wirklich, wirklich, ernst, für uns alle hier. Es ist Geschichte geschrieben worden, dieses Mal, ich denke, in der ganzen Fibo-Geschichte, Mann. Was hier passiert ist, das hast du noch nie gegeben. Also wenn sogar, ich sag's jetzt mal, weltbekannte IFBB-Bodybuilder wie Markus Rühl uns wahrnehmen mittlerweile. Und uns ja entsprechend sogar shoutouten, sei es jetzt positiv oder negativ. Danke, kann man eigentlich nur positiv sehen. Also ich möchte mich in dieser Linie für die Aussage von Markus, für Markus Rühl, ja, für diese Aussage, für dieses Interview möchte ich mich bei dir bedanken, Mann. Ja, Mann. Du bist ein Wettkampfathlet wie wir auch, Mann. Ja, Mann. Und wir schätzen das, Mann. Du bestätigst eigentlich genau das, was ich hören wollte, nämlich dass sogar Leute mit Weltformat uns entsprechend wahrgenommen haben. Hier nochmal die ganze Crew. Oder sagen wir sicher, Teil. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich muss jetzt weg hier, weil hier in der Luft hängt ein richtig übler Furz rum. Deswegen verpissen wir uns jetzt. Wir sehen uns, Leute. Edin, ich bin am Arsch. Edin hier schon am Start. Ist einfach rein, hat er sich reingescampt. Reingescampt mit dem Nachhinein. Und yo, easy peasy. Gut, hey. Wir haben hier einfach. Ciao, Leute. Wir sehen uns. Hey, Jungs. Ciao. Auf jeden Fall.
Und ja, es ist ein geiler Tag, geiles Wochenende geht zu Ende, Mann. Oh. FIBO Takeover 2015, 2016, wir weitergehen. Ich sage besten Dank, besten Dank für alles und besten Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald. Verteilt den Probro Lifestyle, weil er ist gut. Er ist gut. Bis bald. Kiss, kiss. Bang, bang. Bang, bang.